Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute fliegen wir wieder zur Venus und zwar im neuesten Update SFS 1.5.3. Der Flug zur Venus gestaltet sich jetzt wesentlich schwieriger. Durch die dichte Atmosphäre verglüht die Rakete recht schnell und mehrere von euch haben gesagt, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, also das alte Tutorial dazu. Deshalb hier das neue Tutorial und wir haben hier das kleine Baufeld. Das hat man, wenn man keine Expansion hat. Und es ist ein Drittel so groß wie die normalen. Also wenn man die Teilexpansion hat, hat man halt hier ein dreimal so großes Feld ungefähr. Ist natürlich wesentlich größer. Deshalb, Leute, holt euch auf jeden Fall zumindest die Teilexpansion. Skins braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wenn ihr irgendwie irgendwas erreichen wollt, dann holt euch auf jeden Fall die Teilexpansion. So, beginnen wir mit der Rakete. Es wird eine sehr große, sehr massereiche Rakete. Wir beginnen, wie immer, mit der Kapsel, mit dem Fallschirm, mit der Kapsel und mit dem Hitzeschild jetzt, was neu hinzugefügt wurde. Wir brauchen den eben, um nicht in der Erdatmosphäre zu verglühen. Dann haben wir hier einen Separator, einen 10-Tonnen Treibstofftank und ein Kolibri-Triebwerk. Da fügen wir gleich noch etwas hinzu, nämlich klitzkleine RCS-Düsen. Die helfen uns, kleinere Manöver auszuführen oder eben, uns zu drehen, bessere Kontrolle zu haben. Ihr wisst, was ich meine. Darunter wieder ein Separator, wieder ein 10-Tonnen Treibstofftank. Und jetzt kommen hier zwei von diesen 20-Tonnen Treibstofftanks hinzu und drei Verleihentriebwerke unten drunter. Wir gehen zur Aerodynamik und nehmen uns diesen Rumpf hier und packen den genau so dran. Und dann nehmen wir uns zwei Fallschirme und packen den hier innen rein. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt machen wir hier die Hitzeschilde drunter. Das sieht dann so aus. Wir brauchen keine Landebeine, da die Hitzeschilde genügend Aufprallresistenz haben, dass wir beim Landen eben nicht kaputt gehen. Dann brauchen wir weitere Verleihentriebwerke. Vorher bauen wir hier noch ein paar Treibstofftanks hin. Und zwar eins nach oben und eins nach rechts. Und immer mit Symmetrie an. Dann ist es gleich auf der anderen Seite auch schon da. Und wir machen es so. Hier haben wir 20 Tonnen, hier haben wir 15 Tonnen und dann sieht das so aus. Da kommt wieder ein Verleihentriebwerk in die Mitte und zwei daneben. Und dann gehen wir zu Aerodynamik, machen hier diese schrägen Spitzen drauf und dann hier diesen Steg, seitlichen Separator, wie ich ihn nenne. Eigentlich braucht ihr hier gar keine Separationskraft hinzuzufügen. Mache ich wieder weg. So, dann sieht das Ganze so aus. Und dann machen wir hier wieder Separatoren drunter. Ihr braucht eigentlich nicht drei machen. Ich mache das jetzt nur, damit es ein bisschen besser aussieht. Und dann machen wir hier die Triebwerke hin. Und vorher noch, wir schalten es an. Bewegen es mal kurz, damit es auf der anderen Seite auch so ist. Und dann kopieren wir das. Dann markieren wir die beiden und kopieren die eben auch. Und dann sollte es so aussehen, dann sind die auch alle gleich angeschaltet. Das können wir mal hier kurz schauen. Ja, ist auch gleich an. Das ist sehr schön. Und jetzt brauchen wir ganz viele Treibstofftanks. Erstmal hier die 20er. Und dann noch eine Reihe an 20ern. Und hier passen die gar nicht mehr. Aber hier, dann machen wir es so. Und hier machen wir nur noch die 15 Tonnen Treibstofftanks hin. Jetzt machen wir hier die äußere Schale weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann sieht das Ganze, so sieht das Ganze dann aus. Das ist die Rakete, die wir brauchen. Jetzt machen wir erstmal noch die Stufen. Als erstes hier die drei Separatoren und alle von diesen Triebwerken. Dann nächste Stufe machen wir hier die beiden seitlichen Separatoren rein. Dann in der nächsten Stufe kommen hier die Fallschirme hin. Und dann den Separator und das Kolibri-Triebwerk. Hier oben brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Dann sieht das Ganze so aus. Hier sind die ganzen Stufen, sind eine Menge Triebwerke hier drin. Aber so sieht die Rakete aus und jetzt fliegen wir los. Da haben wir die Rakete und wir machen den Schub auf 100 und schalten die Triebwerke an. Und wir fliegen. Ihr seht oben die Winkelanzeige. Die erhöht sich gleich auf 5 und dann müssen wir uns ein bisschen nach rechts drehen. Und die erhöht sich immer weiter. Und wir drehen uns halt immer weiter,
dass wir eben keinen Treibstoff mehr hier in der ersten Stufe haben. Unser Treibstoff ist leer, deshalb schalten wir in die nächste Stufe und haben jetzt hier diese neuen Berliner-Triebwerke. Hier haben wir unseren höchsten Punkt, die Apoapsis, und wir warten jetzt noch, bis dieser Punkt im Weltall ist, also etwa auf 32 Kilometer, und dann stoppen wir die Triebwerke und da haben wir 32 Kilometer und jetzt benutzen wir die Zeitbeschleunigung, bis wir im All sind. Und jetzt sind wir auch im All. Wir haben keine Luftresistenz mehr. Kein Luftwiderstand, meine ich. Wir drehen die Rakete jetzt, dass wir in die richtige Richtung zeigen. Wir fokussieren die Rakete. Und wir schalten die Triebwerke an. Und wir versuchen jetzt möglichst nah an diesem Punkt zu sein. Dann ist das Ganze effizienter. Und so eine kleine Regel, wenn der Punkt auf euch zukommt, dreht nach links. Wenn der Punkt von euch weggeht, dreht nach rechts. Und dann müsst ihr halt möglichst dicht dran bleiben, damit das Ganze möglichst effizient bleibt. Und wir haben jetzt 1600 Meter. Ich verlangsame jetzt schon mal, weil wir gleich die Geschwindigkeit für den Orbit haben. Und da haben wir den Orbit. Und da haben wir die untere Stufe, die jetzt hier schön verglüht. Schönes Bild. Ah, ist nicht alles verglüht. Ah, ein bisschen schade. Können wir zerstören lassen, falls es kaputt geht. Es sind nämlich eine ganze Menge Tanks, die hier herumfliegen. Und hatten schon ein bisschen Feuerwerk. Und jetzt kommt der Aufprall auf den Boden. Sind immer noch ziemlich schnell. Da ist der Boden und wow, das war echt unspektakulär. Aber gut, wir gehen hier zurück zur zweiten Stufe. Da haben wir 60%, da haben wir 69%. Das ist sehr schön, das reicht locker. Falls ihr ein bisschen weniger habt, ist nicht allzu schlimm. Ansonsten müsst ihr es halt nochmal probieren und auf jeden Fall abspeichern. Ist egal, ob ihr dem Ganzen einen Namen gibt oder nicht. Hauptsache ihr habt es abgespeichert. Und dann setzen wir hier Kurs auf Venus. Wir nutzen ein bisschen die Zeitbeschleunigung, damit ich euch was erklären kann. Also wir haben hier zwei Punkte, Transferfenster und Begegnung. Und dazwischen ist diese gestrichelte Linie. Das ist unsere theoretische Flugbahn, wenn die Erde jetzt hier am Transferfenster wäre. Und genau das müssen wir erreichen. Die Erde muss am Transferfenster sein, damit wir dann an der Begegnung eben zur Venus kommen. Deshalb benutzen wir hier die Zeitbeschleunigung, bis wir eben mit der Erde auf dem Transferfenster sind. Und vorher auf jeden Fall ein bisschen verlangsamen, damit das Ganze nicht ineffizient wird. Jetzt habe ich hier 50.000-fach die Geschwindigkeit und auf jeden Fall stoppen. Dann fokussieren wir die Erde. Und jetzt spüre ich auch noch mal ein bisschen vor. Ihr seht, da ist wieder ein Transferfenster. Wir müssen mit der Rakete jetzt diesmal drauf, aber wir zeigen in die falsche Richtung. Deshalb benutze ich hier mal die RCS-Düsen, um mich zu drehen. So, das ist die richtige Richtung. Und jetzt benutzen wir wieder die Zeitbeschleunigung, um einen Erdorbit zu machen. Und wieder, wir stoppen kurz zuvor, damit das in zwei Teile aufgeteilt wird, ein Davorteil, ein Danachteil. Und jetzt schalten wir unsere Triebwerke an. Und unsere Apoapsis erhöht sich jetzt, bis sie dann zur Venus gelangt. Und hier nähern wir uns dem Transferfenster an. Da ist jetzt auch eine Zahl. Und das zeigt das Delta V, also die Veränderung in Geschwindigkeit, die wir jetzt noch brauchen, um zur Venus zu gelangen. Und ich zoome mal schon mal raus. Dann können wir auch ganz kurz hier die zweifache Geschwindigkeit verwenden. Und jetzt verlangsamen wir schön, damit wir nicht drüber hinwegfliegen. Und da haben wir die Begegnung. Wir fokussieren Venus einmal und sorgen dafür, dass wir eben einen Kollisionskurs haben und speichern nochmal ab. So, und jetzt werden wir hier den Treibstoff in die zentrale Stufe überführen. Und dann sollte die zentrale Stufe so ziemlich voll sein. Wenn es nicht ganz voll ist, ist nicht so schlimm. Bei uns bleibt noch sehr viel übrig. Und ja, ist komplett voll. Das bisschen Treibstoff, das wir verlieren, wird nicht allzu schlimm sein.
Und jetzt werden wir hier die Zeitbeschleunigung nutzen, um Venus näher zu kommen. Und wir dürfen nicht ganz zur Venus, da wir immer noch auf dem Kollisionskurs sind. Das ist noch ziemlich gefährlich. Deshalb müssen wir hier ein bisschen was an unserer Bahn verändern. Wir sind jetzt auf dem Heimweg zur Venus, zwischen dem Eintrittsbereich und der Oberfläche. Und jetzt machen wir die Stufen ab, aktivieren unsere Triebwerke und erhöhen unsere Bahn auf so etwa 20 Kilometer. Ich bin schon ein bisschen drüber. Machen wir einfach mal 22, ja. Das klingt gut. Und dann drehen wir uns in die richtige Richtung. Hier können wir von unten nach rechts fliegen. Also an der Stelle zeigen wir nach oben rechts. Also müssen wir nach unten links zeigen. Dann wechseln wir mal hier zu dem einen Booster, der hier näher an der Oberfläche dran ist. Also der rechte Booster hier in dem Fall. Und den werden wir jetzt auch mal verglühen lassen. Mit dem linken Booster könnte es ein bisschen schwer werden, weil das dann vielleicht mit der Zeit zu knapp wird. Deshalb auf jeden Fall einen Booster können wir uns anschauen. Und da haben wir es gleich. Wir sind in der Atmosphäre und wir glühen jetzt wie sonst was. Da geht alles ab und wir sind weg. Ich glaube, mit dem anderen wird es nichts. Könnte knapp werden, aber nein, es wäre zu knapp. Jetzt machen wir hier mal RCS-Düsen an und dann treten wir hier in die Atmosphäre ein. Der Grund, warum man nicht tiefer als 20 Kilometer reingehen sollte, ist, dass die Hitzeschilde natürlich aufheizen. Und wenn man niedriger als 20 Kilometer geht, dann gehen die auf jeden Fall kaputt. Also quasi unter Garantie. Und wir sind wieder auf dem Weg aus der Atmosphäre raus. Ich würde auch gleich wieder einen neuen Safe machen, weil wer weiß, wann ihr das nächste Mal wieder hinkriegt. Das ist jetzt auch mein zweiter Versuch, ganz zufällig. Ja, deshalb solltet ihr da ein bisschen vorsichtig sein. Ich war ein bisschen zu tief in der Atmosphäre. Ich war so bei 19 Kilometern. Die Rakete ist auseinandergeflogen. Deshalb ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt sind wir aus der Atmosphäre raus. Wir warten, bis wir am höchsten Punkt sind. Und wir drehen uns in die richtige Richtung. Wir machen jetzt nicht ganz einen Venus-Orbit, wir erhöhen das nur ein bisschen, sagen wir mal so auf 30 Kilometern. Dann sollte das klappen und dann machen wir es wieder. So, wir haben jetzt hier eine ziemlich niedrige Apoapsis, 123 Kilometer. Das ist relativ wenig. Und unsere Rakete ist ja ganz schön verkokelt. Und jetzt verlangsamen wir uns weiter, bis wir etwa 75% Treibstoff noch haben. Ja, so viel brauchen wir, um ganz einfach wieder zurückzukommen zur Erde. Deshalb. Ja, brauchen wir noch ein bisschen was. Und ich würde sagen, wir stoppen hier mal ein bisschen, damit wir kurz vor dem Wiedereintritt noch ein bisschen verlangsamen können. Jetzt drehen wir uns in die richtige Richtung. Und dann kommen wir ein letztes Mal hier durch die Atmosphäre durch. Und hier starten wir nochmal kurz unsere
Triebwerke, bis wir nur noch 75% Treibstoff haben. Genau. So. Und jetzt machen wir uns bereit für den Landeanflug. Müssen extrem vorsichtig sein, dass wir hier nicht verglühen. Ja, ist ziemlich schwierig. Deshalb mache ich jetzt hier mittendrin nochmal einen Speicherstand. Warum es jetzt nicht funktioniert, erschließt mir nicht genau. Deshalb verlangsamen wir noch ein bisschen mehr. Wir müssen drehen. Okay, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Und das mit dem Drehen klappt nicht ganz. Naja, dann machen wir hier jetzt erst Düsen aus und. Es kann sein, dass ihr nicht so viel Glück habt. Deshalb könnte es ein bisschen schwierig dann werden. Ich werde hier. Oh, das wollte ich nicht. RCS-Düsen an und verlangsamen. Okay. Der Fallschirm ist noch da. Wir sind noch nicht unbedingt gelandet. Okay, jetzt sind wir aber gelandet. Schnell abspeichern. Neue Datei und dann starten wir. Wir machen alle drei Hitzeschilder ab. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann drehen wir uns mal minimal nach rechts. Und fliegen los. Ja, wie gesagt, wir haben eine Menge Treibstoff noch. Deshalb sollte das kein Problem werden. Wir fliegen hier hauptsächlich nach oben, damit wir schnell aus der Atmosphäre raus können. Hier einen Bogen zu fliegen wie auf der Erde ist ein bisschen unnötig und ziemlich ineffizient. Ihr seht, ich habe den Schub auf 90% gemacht, damit wir weniger Probleme mit dem Luftwiderstand haben. Und wir haben noch etwa 20% hier. Und wir haben die obere Atmosphäre erreicht. Jetzt können wir uns hier ziemlich stark drehen. So stark wollte ich mich jetzt nicht drehen. Machen wir mal so. Und drehen uns hier noch ein bisschen mehr. So, und ihr seht, wir haben fast schon einen Orbit erreicht. Also das wird locker was werden. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Nächste Stufe. Wir sind aus der Atmosphäre raus. Machen das Triebwerk an. Und wieder zweifache Geschwindigkeit. Ähnlich wie beim Erdorbit wollen wir, dass die Apoapsis möglichst nah an uns dran ist. Deshalb drehen wir uns wieder ein bisschen. Sieht ziemlich gut aus. Und da haben wir fast geschafft. Noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel noch fehlt. Ah, nicht viel. Und da haben wir es. Stopp. Und dann Quick Save erstellen, speichern. Perfekt. Und dann schauen wir dieser Stufe mal zu, wie sie verglühen kann. Dreht sich ganz schön. Sorgt damit dafür, dass es langsamer verglüht, aber keine Chance. Weg. Auch nicht alles. Ja, das wird Richtung Boden fallen, also das wird eh kaputt gehen. Ja. Speichern. Immer speichern. Speichern ist wichtig. Wir zoomen raus. Setzen Kurs auf die Erde. Und den Rest kennt ihr ja schon. Wir warten, bis die Venus beim Transferfenster ist. Und hier wieder Zeitbeschleunigung, bis wir da sind. Und warten, bis wir kurz davor sind. So in etwa jetzt. Starten das Triebwerk, zweifache Geschwindigkeit.
Und dann zoomen wir mal raus. Falls etwas passiert. Das ist ziemlich langsam. Ich hatte es ein bisschen schneller in Erinnerung, aber okay. Jetzt wird es schneller. Okay, dann zoomen wir schon mal raus. Und da haben wir auch schon unsere Flugbahn. Und da haben wir die Begegnung. Noch ein bisschen näher ran. Wir gehen wieder auf Kollisionskurs. Einfach damit die untere Stufe auch verglühen wird, also kaputt geht. Und dann Zeitbeschleunigung. Wir sind fast bei der Erde. Und wir werden auch wieder kurz vorher aufhören. Ich will nicht unbedingt eine Mondbegegnung haben, deshalb werde ich es danach machen. Ihr könnt es sonst auch davor machen. Wir drehen uns mal so ein bisschen schräg, dann können wir uns gleichzeitig verlangsamen und auch unsere Bahn verändern. Drehen wir uns mal jetzt so. Okay, dann machen wir mal die RCS-Düsen an. Die haben halt ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Ich würde sagen, 20 Kilometer sind gut. Und hier haben wir die Kapsel. Da haben wir die anderen Teile. Es war ein bisschen spät dran. Hilfe. Pech gehabt. Jetzt existiert das einfach nicht mehr. Ist weg. Und da fliegen wir durch die Atmosphäre. Wunderschön. Unser Hitzeschild heizt ganz schön auf. Unsere Bahn wird verringert. Und zwar auch ziemlich schnell. Und wir haben es fast geschafft. Wir sind so gut wie zu Hause. Das war's auch so ziemlich mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.